Hallo und willkommen zurück zu Encased. Und jetzt fragt ihr euch, hä, was macht denn der hier wieder am Parkplatz? Nein, wir werden das jetzt nicht neu machen, aber ich wollte die Option hier nutzen, um euch kurz was zur Treffsicherheitsberechnung zu erzählen. Und zwar hat er in Teil 12 der Vorname oder Vorname etwas dazu geschrieben. Das hatte ich anfangs nicht ganz verstanden, auch von der Formulierung nicht ganz verstanden, so dass ich das dann erstmal parallel selber rumgeguckt hatte, wie konnte das funktionieren, bin dann mit, ich sag mal, dem Teil, den ich davon verstanden habe, habe ich dann auch mir etwa wieder das zusammengepuzzelt und bin dann aufs gleiche Ergebnis gekommen, wie er halt auch. Also vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, ohne dem wäre das auf jeden Fall, weiß ich nicht, ob ich da drauf gekommen wäre. Die Berechnung ist auf jeden Fall nicht besonders intuitiv. Also, wie funktioniert das Ganze? Wir werden jetzt mal gerade uns hier die Werte angucken. Wir haben einen Präzisionswert, der steht also auf 43, merken. Und wir haben einen Hightech-Waffenwert, der ist 70. Können Sie jetzt auch merken. Oder wir haben einen schwere Waffenwert, der ist auf 21. Wechseln wir mal. So, schwere Waffen, 21. Im einfachsten Fall werden die beiden Werte jetzt einfach zusammen addiert. Also 21 plus 43 sind 64. Das heißt, wir müssten jetzt hier, wenn wir den theoretisch angreifen könnten, einen Wert von, von 64 haben. Genau, wenn wir nah genug dran sind, hat man jetzt gesehen. Ab 10 Feldern Entfernung verliert man für jedes Feld, was man weiter weg ist, 8% Treffsicherheit. So, das wäre jetzt die einfachste Berechnung sozusagen. Es wird aber halt komplizierter und umständlicher, wenn man jetzt alle Faktoren mit reinnimmt. Wir haben nämlich diesen Galvano-Nekroid. Und da würde man jetzt auf einmal wesentlich weniger treffen, weil der einen Ausweichenwert hat. Der hat so einen Buff von 40. Wie funktioniert das jetzt hier? Wir haben weiterhin, also diese, wie gesagt, wenn wir die zusammengerechnet haben, dann hatten wir halt diese 64 waren das, glaube ich, richtig? 64. Wenn wir das aber mit dem anderen machen, dann kommen wir auf 24. Da werden nämlich jetzt nicht entsprechend diese beiden Werte genommen, oder werden schon genommen, aber von diesen 43 werden jetzt erst noch die 40 Ausweichen von ihm abgezogen. Das heißt, wir haben nur noch 3 gut und diese 3 werden dann auf diese 21 draufgerechnet. Damit haben wir entsprechend 24. Das heißt, selbst mit einem Wert von, mit einem Waffenwert von 0 würden wir theoretisch eine 3%ige Trefferchance haben. Die sich dann aber verflüchtigt, wenn wir auf höhere Reichweite gehen würden. Andererseits ist es, wenn der Gegner einen höheren Ausweichwert hätte, also sagen wir mal, der hätte jetzt einen Ausweichwert von, also wir haben ja hier 43, ja, hätte er jetzt einen Ausweichwert von 53, dann würde er meine maximale Trefferchance cappen auf 90%. Das habe ich jetzt selber nicht nachvollziehen können oder nicht mit den Möglichkeiten, die ich jetzt hier habe, habe ich das nicht nachstellen können. Aber das hat der Vorname geschrieben und das glaube ich mal so. Also es gibt quasi ein Fenster von diesen 0 bis 100 und diese, die man theoretisch an Treffsicherheit haben kann, ist irgendwo logisch. Und dieses, was man auch durch die durch den Skill ausfüllen könnte, also ich sag mal, mit einem Skill von 100 hätte man 100 Treffsicherheit. Im Fall, wenn die Präzision genauso hoch ist wie der Ausweichwert. Ist die Präzision höher als der Ausweichwert, bringt einem nichts, dann ist man halt weiterhin bei 100. Ist die Präzision aber niedriger als der Ausweichwert, dann würde entsprechend die maximale Treffsicherheit sinken.
Ich hoffe, dass das die Sache so ein bisschen aufgeklärt hat. Achso, und dann haben wir hier drei Symbole. Das erste Symbol dürfte Blocken sein. Da habe ich aber nichts Handfestes zu gefunden. Und konnte ich jetzt auch nicht ausprobieren, weil ich jetzt keinen Gegner gefunden hatte, der Blocken hat. Das zweite, wo jetzt das Auge ist, da ist so ein Fadenkreuz drunter. Das ist die Treffsicherheit. Und das letzte, das ist die Chance, mit der wir den Debuff anbringen können. Also in dem Fall hat ja dieser normale Angriff von der Waffe, also wenn wir normal schießen, dann benutzt der immer die erste Fähigkeit. Und die erste Fähigkeit, die hat halt eine Wahrscheinlichkeit von 10% plus 10% mal Glück gegen Widerstandsfähigkeit. So, wir haben also 10% plus 10% mal 6, weil wir 6 Glück haben. Das sind also 60%, sind 70%, und dadurch, dass der eine Widerstandsfähigkeit von 0 hat, die aber nicht hier steht, wenn die was auf 0 haben, dann wird das hier nicht angezeigt, was sehr ärgerlich ist, weil man dann ewig am Suchen ist. Für die Sachen, die auf 0 sind, sucht man dann ewig und dann weiß man, okay, ich habe es nicht gefunden, also wird das wohl bei 0 sein, oder ich habe es übersehen, was ziemlich ärgerlich ist. Also, das ist die Chance, mit der man was auf den Gegner anwendet. Ich nehme mal an, dass die Chance dann erst berechnet wird, wenn man auch getroffen ist. Also ich glaube nicht, dass man was anwenden kann, wenn man daneben schießt. Also das sollte man dann auch vielleicht noch im Hinterkopf halten. Ach so, und dann noch eine Sache. Die Resistenzen. Die Resistenzen, da haben wir jetzt beispielsweise... Ach so, ja, das müssen wir noch. Also hiermit haben wir ja mechanischen Schaden. 21 bis 29. Schießen wir jetzt auf den Gegner... dann würde von diesen 21 bis 29 würde entsprechend, sagen wir einfach, der Würfel jetzt 22 aus. Und jetzt hat der eine mechanische Resistenz von 42. Und davon werden jetzt genau 42% abgezogen von unserem Schaden. Also knapp die Hälfte. Und das bedeutet aber auch, dadurch, dass hier anscheinend diese ganzen Resistenzen linear steigen, müsste... unsere Überlebensfähigkeit im Grunde exponentiell steigen. Man kennt das vielleicht aus World of Warcraft oder anderen MMOs, die halt eine bessere auf hinten nach hinten ausgelegte Progression haben. Die haben ein Diminishing Returns so gesehen bei dem Rüstungswert, sodass man, oder selbst bei Spiderweb-Spielen ist es so, dass jedes zusätzliche Item die den vorhandenen Wert sozusagen multipliziert und nicht additiv drauf ist, weil ansonsten kann man sich, wenn das jetzt so ist, wie das jetzt hier aussieht, so ansonsten könnte man sich beispielsweise, würde man 100 Schaden bekommen und hätte ich eine 90%ige Rüstung, würde ich ja 10% Schaden bekommen. Oder 10 Schaden bekommen. Das heißt, ich könnte mit weiteren 5% Rüstung, könnte ich meinen Schaden halbieren und meine Überlebensdauer verdoppeln. Damit steigt quasi mit jeder weitere Punkt ist halt exponentiell mehr wert. Und das könnte sich halt da entsprechend lohnen, das wirklich zuzuballern. Und dann noch die letzte Sache, die ich erwähnen will, dann ist unser Exkurs auch durch. Die Waffen haben ja eine Reichweite. Diese Reichweite, die spielt keine Rolle für die Treffsicherheit. Die Treffsicherheit ist immer so, dass man innerhalb von 10 Feldern keinen Malus bekommt und ab dem 11. Feld bekommt man 8% Treffsicherheit abgezogen. Allerdings wird das mit diesem Skill verrechnet. Also wenn man dann über 100% hat und dann werden 8% abgerechnet, dann ist es immer noch über 100%. Also da spielt aber diese Waffenreichweite nicht rein. Die ist wirklich nur dafür da, um halt hier auch schießen zu können. Denn ist die Waffenreichweite da nicht weit genug, dann kann man erst gar nicht angreifen. Aber ja, das soll es gewesen sein. Jetzt mache ich hier einen kurzen Schnitt und dann geht's da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Und da sind wir jetzt und dann werden wir auch mal nach Norden in die Slums reisen. Nochmal danke an Vorname für die Ausführungen bei der Berechnung der Hitchance. Das ist echt so eine Sache, die ist nicht super intuitiv.
Und ja, wie das jetzt war mit diesem Psi-Handschuh-Dingen, da weiß ich noch nicht, wie das genau aussieht, ob das vielleicht was anderem verrechnet wurde. So, wir fahren jetzt. Auf jeden Fall lohnt es sich, den Skill zu erhöhen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal was Wichtiges, was wir mitnehmen können. Wir werden jetzt also zu den Junktown-Slums reisen. Und dafür brauchen wir 9 Stunden, Distanz 30 Kilometer. Auf geht's! Ah, okay, ja, da werden wir jetzt auch die Karte erkunden. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht oder gar nicht ges mir ist mir gar nicht aufgefallen, dass das. Oh. Halt, halt, halt! Da wollen wir doch hin! Eine Kreuzung! Bedenken Sie stets, dass der Mahlstrom große Distanzen in nur wenigen Minuten zurücklegen kann. Planen Sie daher Ihre Route so, dass Sie die größte Anomalie der Kuppel umgehen können. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung werden wir Ihnen noch mehr über die Anomalien und die Strahlung erzählen, die arglose Wanderer erwartet. Bleiben Sie dran! Aus Ducken und Deckung suchen ein Überlebensratgeber. Oh, hello 1977. there. Kreuzung, Ort erkundet. Ein Mann kommt hinter einem großen Felsbrocken hervor. Er trägt nichts außer ziemlich abgetragener Unterwäsche. Menschengerechten Handschellen? Achso, das sagt er gar nicht. Die muss man. Ja, eine moderne Fesselvorrichtung, die Mitarbeiter in der Orangenabteilung angelegt. Ja, genau, das hatten wir ja schon mal in diesem Schiff, wo wir gelandet sind. Ja. Und etwa einem Dutzend Tattoos. Auf der linken Seite seiner Brust steht in großen, verschnörkelten Buchstaben Lenny, offenbar sein Name. Und der kann handeln, verhandeln. Ja, hat aber leider nichts Brauchbares. Okay. Warte, warte! Der Knacki wirkt ängstlich und besorgt. Er wirft seine zitternden Hände hoch und bemüht sich, leise zu sein, redet aber schnell und panisch. Nicht weitergehen! Das ist gefährlich! Das sind diese, wie heißen die noch? Befallenen! Ich meine diese Leute, die vom Mahlstrom getroffen wurden. Sie greifen einfach alle an! Ich würde lieber nach Hause gehen. Mein Zuhause ist da hinten. Aber ich kann nicht! Finde heraus, was genau passiert ist. Lenny atmet einige Male hektisch ein und lange wieder aus. Dann schaut er sich um. Puh, offenbar sind sie nicht schnell genug. Weißt du? Naja, wohne hier. Ich meine, ich habe hier ein nettes kleines Zuhause aufgebaut. Nur ein paar Mauern und ein Dach. Aber nach dem Vorfall ist das schon was, oder? Und jetzt sind diese Dinger aufgetaucht. Gruseliger als die Toten. Bin gerade so davongekommen in meiner Unterhose. Er schaut wieder zurück. Der Knacki hat ziemlich Angst. Eine Gruppe Befallener ist eine ernstzunehmende Bedrohung. Zum Glück hat er dich rechtzeitig gewarnt. Finde heraus, was der Knacki will. Er sieht ja unverwandt in die Augen. Die Sache ist die, wenn du die Befallenen nicht erledigen kannst, dann soll es eben so sein. Sie tun mir natürlich alle leid, aber ich tue mir selbst noch mehr leid. Und ich habe jetzt nur noch einen einzigen Wunsch, in meinem Zuhause zu leben und von allen in Ruhe gelassen zu werden. Das sollte da drin sein, oder? Bitte ihn darum, dir seine Bitte nochmal zu schildern. Lenny kneift die Augen zusammen. Und Nick wiederholt: Ja, meine Bitte. Oh, nun, ich würde mich gern zu meinem Zuhause durchschleichen, verstehst du? Aber da drüben sind einige Befallene und ich komme einfach nicht vorbei. Bitte bringen Sie nicht um, wenn es nicht sein muss, ja? Sie sind Menschen, wenn auch verrückt, aber wenn du sie nicht betäuben oder ausschalten kannst, er blinzelt heftig und wedelt verzweifelt mit der I hope Hand. to see you again soon. Okay. Ein Knacki namens Lenny kann seine Hütte hinter der Kreuzung nicht erreichen, da einige Befallene auf der Straße aufgetaucht sind. Jemand muss etwas übernehmen. Okay, die wollen wir dann auch nicht umbringen, wenn wir das nicht müssen. Aber dann müssten wir natürlich eine Fähigkeit haben, womit wir sie betäuben können. Moment. Wie sieht's jetzt aus mit Wissenschaft? Nenne ich Wissenschaft. Wie sieht's aus mit Hightech-Waffen? Einfrieren. Pfeil mit Beruhigungsmittel. Für ein Betäubungsgewehr. Ziel hält 3 Runden lang, jede Runde 200 Erschöpfung. Verstand gegen Widerstandsfähigkeit. Ich meine, da müssen wir trotzdem auch aufpassen, dass wir den nicht erschießen. Okay, das wäre auf jeden Fall eine Option und die kann aber. Hat die auch irgendwas mit Betäuben? Verursacht keinen Schaden.
fügt ihnen Erschöpfung zu. Hier steht noch nicht mal, wie viel das Erschöpfung zufügt. Aber da bräuchten wir natürlich eine Schrotflinte, für die wir nicht haben. Ja. Okay, also die könnte, oder der kann da gar nichts machen. Wir müssten, na, gucken wir jetzt erstmal, wie viele das sind und was die an Widerstandsfähigkeit haben und ob wir hier nicht noch was anderes looten. Ah, da ist eine Vorratstonne. Ob wir noch was anderes looten können. Danke. Friedrich von Neumann. Schutzschild, ablenkendes Äußeres. Okay, ja, die sind hoch und es sind viele. Das heißt, die werde ich auf jeden Fall nicht platt machen können. Aber wir können jetzt hier erst noch den anderen Kram looten. Mhm. Und damit ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich weiß nicht, ob der Erfahrungswert reduziert wird. Je nachdem, wie hoch man ist. Ich kann mir das ganz, ganz gut vorstellen. Aber dass es immer an der eigenen Stufe verglichen wird. Dass wir da nur 3 Erfahrungen bekommen haben, ist ein bisschen seltsam. Vorratszone. Jetzt klauen wir dem armen Typen seinen ganzen Scheiß. Da ist einer auf dem Boden. Den können wir doch sicher scannen. Da haben wir sicherlich wieder so eine Marke von. Chronos und Punkte. Alle nehmen. Ja. Haben wir die Marke bekommen. Und dann gucken wir uns das hier mal an. Bisschen Wasser. Ach, Entdeckungsstrafe 3. Ah, dann ist das einfach nur fürs Stealth, glaube ich, dass wir dadurch kurz sichtbarer werden. Naja. Deshalb, also da steht jetzt auch nicht Erfahrung verloren oder sowas. Dann sind wir einfach nur kurz leicht sichtbar. So, da unten sind noch Tonnen. Die holen wir uns auch. Das. Kann man anscheinend nicht vorbei. Ja, wie das mit dem Entdecken genau, das ist, naja. Okay, also die stehen hier aber schon ein bisschen seltsam. Nehmen wir mit. Und auch das nehmen wir mit. Okay. Ansonsten, aha. Ja, ansonsten ist da jetzt nicht viel. Ja, ich meine, die müssten wir dann entsprechend irgendwann mal kaputt machen. Wir könnten versuchen, einen einzelnen rauszupullen, aber ich glaube nicht, dass das gut geht. Dafür bräuchten wir dieses Dart-Dingen und wir müssten jetzt natürlich dann... Ah, wir sind aber auch schon kurz am Level-Up. Wir müssten halt entsprechend dieses Beruhigungsmittel uns holen mit 90. Achso, ne, nicht nur mit 90. Wir müssten... Das reicht noch nicht mal. Wir haben nicht genug, um dieses Ding zu holen. Ja, das speichern wir nicht. Nein.
Naja. Ich werde das mal da rausgehen und wieder reingehen und mal schauen, ob dann diese Quest fehlgeschlagen ist. Ja. Ich vermute, dass sie nicht fehlgeschlagen ist und wir das einfach nochmal machen. Also wir können dann einfach wahrscheinlich zurückkommen, sobald wir... Ja. See ya. Naja, okay. Also das passt. Wir könnten einfach... Okay. Aber wieso war der denn da? Naja. Gut. Da haben wir auf jeden Fall noch was zum Erledigen. Gut, die Quest haben wir im Questlog. Dann gehen wir weiter zu den Slums. Wir wissen auf jeden Fall, Technik müssen wir auf jeden Fall weiter ausbauen. Oder diese Technikwaffen. Durch den rötlichen Dunst erspähst du eine vornübergebeugte, verschwommene Gestalt. Der Fremde schiebt langsam einen Einkaufswagen am Straßenrand entlang. Geh zu dem Reisenden. Als du zu ihm aufschließt, siehst du, dass er sehr alt ist. Seine abgetragene schwarze Uniform ist mit Staub bedeckt. Er sieht aus, als wäre er schon seit Hunderten von Jahren unterwegs. In seinem Einkaufswagen befinden sich ein Rucksack, ein paar Maschinengewehre und einige Dosen mit abgerissenen Etiketten. Ihr geht eine Weile schweigend nebeneinander her. Der alte Mann zeigt auf etwas am Horizont. Auf der anderen Seite des Hügels. Dort ist die Stelle, an der sie einen Highway zur Nashville-Station bauen wollten. Tja, bevor das alles passierte, dachte ich, warum einen ganzen Highway bauen? Diese Mistkerle wussten bestimmt etwas. Seine heisere Stimme zittert. Siehe den alten Mann genauer an. Der alte Mann schwelgt in Erinnerungen, wie er 72 zur Kuppel kam. Du musterst ihn aus dem Augenwinkel. Er wirkt abgehärmt und erschöpft, aber immer noch kräftig. Seine Ärmel sind hochgekrempelt und geben den Blick auf verblasste Tattoos auf seinen Armen frei. Deutsche, Meerjungfrauen, Sterne. Er trägt eine Uniform der schwarzen Abteilung. Sie ist verwahrlost, aber noch brauchbar. Höre dir seine Geschichte an. Oktober! Ja, es muss Oktober gewesen sein. Sie schickten uns nach Süden an einen Ort, der nicht einmal einen Namen hatte. Sie sagten uns nichts, befahlen uns nur eine Absperrung zu errichten und zu schießen, wenn... Der alte Mann hält inne und räuspert sich. Ich meine, du weißt, wann du schießen musst, oder? Der alte Mann zündet sich eine Zigarette an. Aber niemand ist je dort rausgekommen. Wir sind fast zurückgeworden. So öde war es. Ein Jahr lang waren wir auf diesem Posten und starrten nur ins Leere. Was bewachten wir? Und vor wem? Er stößt einen Rauchschwall aus. Ich stehe also da und sehe jemanden in der Ferne gehen. Ich kann nicht erkennen, wer es ist. Die Luft ist so heiß, dass alles verschwimmt, nicht wahr? Jedenfalls war es definitiv kein Mensch. Vielleicht ein Roboter? Eine Ahne? Wer weiß. Aber es war ja auf keinen Fall ein Mensch. So viel kann ich dir sagen. Der Militär raucht die Zigarette bis zum Filter und wirft sie dann in den Sand. Was immer es war, stand einfach da und starrte mich an. Ich hatte nicht vor zu schießen. Sollen die Arschlöcher doch schießen, die die Befehle geben, wenn du mich fragst. Der Kommandant hat es nie herausgefunden und auch sonst niemand. Du nickst und der alte Mann runzelt die Stirn. Fest umklammert er den Griff des klapprigen Einkaufswagens. Warum erzähle ich dir das alles überhaupt? Du nickst nur und hörst kein einziges Wort von dem, was ich sage. Also gut, Glückscheißer. Wie war der Name der Bahn meiner Basis? Verstand, verwende Logik, um eine ausweichende, aber zumindest passable Antwort zu finden. Columbus hat er doch gar nicht gesagt. Erinnere dich daran, was du über die erste Expedition aus den Archiven erfahren hast. Verwende Logik, um eine ausweichende... Machen wir mal das hier. Erinnere dich daran, was du über die erste Expedition aus den Archiven erfahren hast. Magellan, das stimmt. Ganz bestimmt Magellan, der alte Mann murmelt vor sich hin. Er ist sichtlich zufrieden. Der Reisende sieht dich geradewegs an und du merkst, dass er eigentlich gar nicht so alt ist. Die Wüste hat ihn vorzeitig altern lassen. Also Magellan, ja? Und wo haben sie uns danach hingeschickt? Nach Süden. Der alte Mann starrt dich gedankenverloren an. In seinen Augen stehen Tränen.
vom Sand, der im Wind weht. Seitdem hasse ich den Süden. Möchtest du etwas trinken? Ich habe ja etwas. Er zieht einen Flachmann aus seiner Brusttasche, nimmt einen Schluck und bietet ihn dir an. Trinke etwas. Das Getränk hat ein leicht cremiges Aroma und einen angenehm süßen Geschmack. Es muss eine Art Likör sein. Er ist verdammt stark. Du nimmst einen Schluck und verdrehst die Augen. Du musst nach Luft schnappen. Der Militär kichert und steckt den Flachmann wieder in seine Tasche. Die Straße führt dich zu einem verlassenen Parkplatz. Gras wächst durch Risse im Asphalt. Ein einsamer Kleinbus mit zerbrochenen Scheiben zerfällt an der Ausfahrt. Der alte Mann legt dir eine Hand auf die Schulter. Danke für die Begleitung. Ich gehe nach rechts. Bitte den alten Mann nur ein paar Tipps von einem erfahrenen Reisenden. Du fragst den Reisenden, wie er es geschafft hat, so lange in der Wüste zu überleben. Der alte Mann kichert und gibt dir ein paar Tipps. Dann fasst er seine Ratschläge mit einer einfachen Schlussfolgerung zusammen. Und das Wichtigste ist, die Augen offen und die Klappe geschlossen zu halten. Worte, nach denen man sich richten sollte. Verabschiede dich. Du schüttelst deinem zufälligen Reisebegleiter die Hand und er schlendert ohne ein weiteres Wort davon. Du siehst ihm nach, bis seine gebeugte Gestalt in der Ferne verschwindet. Das Geräusch seines Einkaufswagens wird immer leiser, bis es nicht mehr zu hören ist. Gehe weiter. Und wir gehen zu den Junktown Slums weiter. Und wir speichern mal gerade. So. Reisen. So, Junktown Slums. Ort betreten. Jedes verlassene Industriegebiet strotzt nur so vor Rattenlöchern. Junktown, eine Siedlung, die auf einem unerschlossenen Industriegelände entstanden ist, bildet da keine Ausnahme. Nicht einmal die Einheimischen kennen alle Wege hinein und hinaus. Nutzen Sie diese Pfade mit Vorsicht, denn selbst auf der Veranda des Sheriffs könnte man hier noch erstochen werden. Aus Ducken und Deckung suchen und Überlebensratgeber 1977. The hum in your head that's accompanied you from the moment you left Nashville and had almost fallen silent since suddenly returns. Na, danke. Barely able to stay in your feet, you look around. The road took you to a strange slum of rusty iron roofs. Above them, you can clearly see a faintly glowing column of blue light, just like in the first vision that visited you shortly after you awoke. Somewhere in these slums is the unknown but apparently important goal of your journey. Mhm. Mahlstromsignale. Da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Du hast eine Leiche in der Wüste gefunden und einen Brief von einer gewissen Henrietta R. Der Großteil war unverständlich. Erwähnung des Mahlstroms in eines Psi-Feldes und irgendetwas über eine Stadt. Auf deiner Wanderung durch die Wüste ging es dir plötzlich sehr schlecht. Ah gut, da kann ich mich wieder erinnern. Seltsame Visionen überfluteten deinen Verstand. Dein medizinisches Wissen half dir, etwas gegen die Schmerzen und merkwürdigen Visionen zu unternehmen. Du hast dich wieder auf den Weg gemacht. Denn die Visionen sind immer noch da. Eine merkwürdige Kraft zieht dich zu einer Stadt im Norden der Kuppel. Die Visionen erweisen sich als prophetisch. Du hast die Stadt gefunden, oder eher Junktown, heruntergekommenes Viertel in den Außenbezirken. Die Stadt selbst steht unter Quarantäne. In nächster Zeit wirst du nicht hineingehen können. Sobald du in Junktown ankamst, kehrten die Visionen zurück, von denen deinen Augen blitzte das Abbild eines der Gebäude in Junktown auf. Es ist noch unklar, warum dich dein Unterbewusstsein so hartnäckig dorthin führt. Hat es das? Meine Geschichte. Auf deiner Wanderung durch die Wildnis hattest du eine Vision. Der Weg führt auf nach Junktown. Du hast die Grenzen auf Junktown erreicht. Ja, okay. Codex. Da hatten wir noch irgendwas. Zenenko. Ja, okay. Todesursache. Error. Okay. Und wir müssten jetzt hier eigentlich auch... Ja, 620 Erfahrung. Ach, die... Das Stealth deshalb, okay. Come on in. The city's already under quarantine, but there are still a few places in Junktown. Roy Oldie? Come on, don't be shy. Das Gesicht des Soldaten ist in ein Halstuch gehüllt, um es vor dem Sand zu schützen, und seine Augen sind hinter einer Sonnenbrille verborgen. Seine Uniform ist vollständig vom Wüstensand bedeckt, und die Buchstaben auf dem metallenen Namensschild sind kaum zu erkennen. Roy Odie, Wache.
Wie kann denn eine Uniform komplett von Sand bedeckt sein? Ist das Klebesand? Naja, er schaut dich aufmerksam und sogar mit einem wenig Respekt an. Bist du aus der Stadt? Sie steht zwar schon unter Quarantäne, aber da du von der silbernen Abteilung bist, bekommst du bestimmt noch ein Zimmer. Frage ihn, was für eine Art Zimmer er meint. Der Soldat versteht deine Frage nicht. Was für ein Zimmer? Jeder Art Zimmer. Die silberne Abteilung ist immerhin eine örtliche Elite. Du musst nur einen Befehl geben. Neue Kommission, okay. Was hast du zu verhandeln? Super, nix. Come back again. Katarzyna Belitskaya. A dirty and exhausted looking woman in a white wing uniform rushes up to you. She clutches your hand in a death grip. You're my last hope. Please. Please, please, please. The woman stares at you imploringly. Katarzyna Belitskaya, relic registration specialist, is printed on her faded badge. Warte ab, was sie zu sagen hat. The white interprets your silence as a willingness to listen. She hugs you so fiercely that for a second you forget how to breathe. Thank you. I just know you're a good person. If you won't help me, nobody will, and I'll just die. Die here amongst these. Ja, sehr tragisch. Was kann ich tun? Katarzyna pulls herself together. I've been banished from the city. From Magellan. They took my Selectron and stripped me of my citizenship. No one wants to help me. Everyone's afraid they'll end up like me. All because of that damn Nakamura and her loss. Belitskaya looks upon you with new hope. But you'll help me for sure, won't you? I need to get to Magellan, and you can lead me there. You have a Selectron, I see it. It's hanging right there by your belt. Frage sie, ob man jemanden aus Magellan verbannen kann. Katarzyna obviously doesn't understand your question. What do you mean, how? They took my Selectron and threw me out into the desert. It really is that simple. Frage sie, ob die Entscheidung wirklich so willkürlich war. Überall, wo Kronos das Sagen hat, regierte die Bürokratie. The White frowns bitterly. She's not happy to be caught in her lie. Well, it wasn't exactly like that. There was a trial, and I was offered either prison or loss of citizenship. What was I supposed to do? Go to jail? I'd never survive being locked up with a bunch of oranges. Katarzyna flings her hands in the air desperately. Frage sie, warum sie die Staatsbürgerschaft verloren hat. The White's face falls, and she hurriedly looks away. It's these new rules they've enacted. Commit any offense at all, and you're no longer a full rights member of society. Sage, dass du ihr nicht helfen kannst und nicht weißt, warum sie ihre Staatsbürgerschaft verloren hat. Belitskaya exhales sharply through her nose. I forged a document, that's all. Documents. Okay, frankly, I've been forging them the whole time. Ja. It's nothing big, just bumping up the rarity ranking on relics. A lot of relics. So I would get more money. Ja, ein sehr nobler Kurs. She frowns, considering. Please don't think I'm that kind of person. My boss taught me to do it before the incident. He talked me into it. Told me it was the right thing to do. For the sake of science. I was so confused. Natürlich. Finde heraus, wer Nakamura ist. The White is surprised by this. Katarzyna smiles nervously. She seems to think you're kidding. Are you serious? Are you a time traveler by any chance? Or maybe you've been in stasis the last few years? Kimiko Nakamura usurped power from the committee right after the incident. Now we all live by her rules. Eine Stiftung, die zur Erkundung der Kuppel und zur Nutzung ihrer Ressourcen, das ist Kronos, okay. Bitte sie genauer zu erklären, was sie mit an sich gerissen meint. Erwähne, dass Nakamura rechtlich gesehen eine ernsthafte Begründung gehabt haben muss, die Macht für sich zu beanspruchen. Naja, fangen wir mal genauer. Belitskaya looks away. Well, she didn't literally seize power. When Maelstrom appeared, communication with the outside vanished and the spire collapsed.
No one knew what to do. Kimiko organized the evacuation of Concord. She accommodated the staff in Magellan. Das war die Transitstation auf deiner Spitze. Okay. Ja. Of course, Kronos' board voted to make her chairwoman. What does it matter how she came to power anyway? She gets to strut around like a big boss and people like me suffer. Katarzyna flings her hands up desperately. Frage sie noch einmal, was genau sie von dir möchte. The white taps the selectron hanging by your belt. Please, guide me to Magellan. I just need to get to the station. Deine eigene... ja, die muss doch Kohle haben. Sage, dass du helfen willst, aber nur gegen Bezahlung. Katarzyna nods without enthusiasm. Yes, yes, I get it. No one would help for free. How much do you want? Was sie alles geben muss, was sie besitzen, sag mal, Lan, das würde ich aber, glaube ich, sowieso nicht nehmen. Überzeuge, dass du ein Unterfangen riskant und daher nicht billig ist. The white frowns more deeply. Yes, of course, the risk. I get it. Ja, ja, das Risiko. She looks back at the city behind the wall. So do we have a deal? Come on. I can't wait to return to Magellan. Aha. Katarzyna Belitskaya. Und wir haben eine neue Quest. Hilf mir! Am Rande der Stadt bist du einer erschöpften Frau namens Katarzyna Belitskaya begegnet. Sie bat dich um Hilfe, um nach Magellan zu gelangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein dauerhafter Begleiter ist. Da können wir auf jeden Fall die Klamotten... Achso, das hatte ich bei dem anderen Charakter auch schon gesehen. Im Übrigen ist das hier ein biochemischer Schaden, das was es auch erklärt. Und die muss nachladen. Was es auch erklärt, wieso der bei diesem Zombie-Mutanten-Viech... Achso, wir haben keine Munition mehr. Hoppla. Hätte ich vielleicht noch Neues holen sollen. Wieso das da keinen Aua gemacht hatte. Was hat die hier? Hightech-Waffen, Kryolaser. Okay. Dann. Und das hier, Linne, Feldhosen. Energieresistenz, biochemische Resistenz. Sind die brauchbar? Ich meine, hier habe ich Ausweichen minus 10. Wir haben ja hier auch einen Ausweichenwert, der gar nicht so... Ist eigentlich schon ziemlich schlecht. Ja, die Arbeiterhose, die macht's halt aus. Da ist jetzt nichts Negatives drauf, das klingt schon ganz gut. Laborkittel. Ja, lass mal das einfach mal so. Aber, Hightech-Waffen 10. Da haben die anderen nichts. Die habe ich, glaube ich, selber, oder? Ich habe Nahkampfwaffen. Naja, okay. Und Fallen ist da drauf. Aber den anderen ist jetzt... Da war aber noch irgendwas... Ah, genau, da ist Lernfähigkeit drauf gewesen. Ja, okay. Wie dem auch sei, dann... I envy you, Silver. Dann werden wir hier erstmal draußen rumlatschen. Sind wir nicht sogar schon jetzt wieder gestiegen? Ja, auf 10 gestiegen. Und dann haben wir doch sicher... Wir haben keinen neuen Vorteil. Wir haben jetzt... Ne, 10 waren wir vorher schon. Wir brauchen jetzt noch 600, dann steigen wir wieder. Also das ist jetzt auch fast nix. Dann schleichen wir hier mal. Falls wir was entdecken, kriegen wir ein bisschen mehr. Ein Büroschrank. Aha. Eine Atemschutzmaske. Biochemische Resistenz. Okay, Energieresistenz ist wahrscheinlich allgemein gültiger. Deshalb ist die auch mehr wert. Vitamin.
Ausstrahlung. Haben wir hier was? Da ist was. Trümmer. Die können wir sicher auseinandernehmen, oder? Nee, Fallen stellen. Stellen leise eine Bärenfalle aufzustellen, Stopper dort zu spannen, andere listige, nicht lustige Vorrichtungen. Okay. Das sieht nicht so gesund aus. Rumpel die Pumpel. Und da ist ein Behälter. Wir entkoppeln die mal. Kann man da... Oh, da kann man auch hin. Mal gucken, ob wir hier irgendwas Geheimes haben. Nö. Fleischwunde. Okay, das war aber jetzt nicht so viel Schaden. Okay, wir haben hier ein Holo und ein Ding, womit wir Granaten bauen können. Und wir haben noch ein Geheimnis entdeckt. Lüftungsschacht. Aha. Dann haben wir hier ein Gefängnisbett, wo wir uns ausruhen können. Wir sind ins Gefängnis eingebrochen. So, Toilette. Was haben wir hier? Oha! Einfacher Dietrich. Hier ist quasi alles bereit, um auszubrechen. Kann ich jetzt auch wieder raus? Oder nicht? Weg versperrt. What? Jetzt muss ich mich hier... Ich versuchte... Ich bin hier reingefallen. Kannst du mich wieder rausholen? Hallo. Ah, ja. Ein Militär mit schütterem roten Haar nähert sich den Gitterstäben. Wie bist du hier reingekommen? Gib zu, dass du aus Versehen durch die Luke im Dach gestürzt bist. Das ist ja cool. Ja. Ah, verstehe. Dann kannst du noch eine Weile bleiben, bis du kein Verlangen mehr verspürst, einen Junktown Ärger zu machen. Dein Gegenüber wendet sich von den Gitterstäben ab. Aber. Dann muss ich mich ja wohl rausbrechen. Und gestiegen. Make it quick. Kurt Sprengler nähert sich dir mit einer Wachuniform. Du verstößt gegen einen allgemeinen Kuppelcode. Artikel 21, Paragraph Einbruch, eine versuchte. Oder versucht er einfach rutzelig stören. Nach kurzer Bedenkzeit schreibt Kurt Sprengler etwas an Kerus. Für das erste Mal gebe ich dir nur eine Verwarnung, aber nochmal kriegst du keine. Kämpfe! Nein, wir laden jetzt. Okay, dann müssen wir anscheinend erstmal warten, bis ein Timer oder sowas abgelaufen ist, damit der das vergisst, nehme ich an. Na, Moment, das machen wir nicht. Wir machen das und das. Dann, wenn wir schon hier sind, dann können wir das hier auch noch knacken. The lock's been broken. I hope they didn't take anything. Ja, ja, ist alles gut. Oh, hello there. Ah, okay, also
Wenn man im Roten ist, dann ist, hat man anscheinend ein Budget an Punkten, was runtergezählt wird und sonst nicht. Also waren wir bei dem anderen noch nicht mal in Reichweite von der Gefahr, sage ich mal. Oh, da ist noch eine Tonne. Ja. Someone broke the lock. Vielleicht zählt das jetzt da als Verbrechen oder so. Kann ja aber eigentlich niemand wissen. Dann werde ich mal in der Zwischenzeit jetzt einfach nur so ein bisschen Zeug looten und so. Alles nehmen. Alles nehmen. Alles nehmen. Vorratstonne. Hier werden wir jetzt sicherlich auch Seile bekommen. Leer. Vorratstonne. Da haben wir noch 2 Tonnen. Wo sind denn die? Das Ding ist eine Tonne. Okay, war jetzt auch nicht wahnsinnig viel drin. Und da haben wir noch eine. Wahnsinn. Okay. Erkundungserfahrung erhalten. So, wären wir jetzt hier. Soon Junktown will be packed. Ah, okay, passt. Okay, dann machen wir sie wieder zusammen. Also da war nix. Dann gehen wir jetzt erst noch in die andere Richtung. Wie groß ist denn das Ganze? Ah ja, okay, jetzt. Ja, schon eine Ecke. Und wahrscheinlich haben wir noch ziemlich viele, mit denen wir reden müssen. Erstmal, wenn wir jetzt die Richtung hier noch erkunden. Das ist ja nicht viel. Ist doch bestimmt noch was. Ja, und gestiegen sind wir auch. Und da ist auch, da ist unser Schatz gesperrt. Okay. Dann mit Gewalt. Einfach ein paar Mal drauf treten. Mhm. Aha. Arbeitswandel. Ehrlicher Johannes. Entdeckungszeit minus 1. Verbrecher plus 15, da habe ich aber sowieso schon so viel von. Mechanische Resistenz 25. Auf der aktuellen haben wir halt diese Lernfähigkeit noch mit drauf. Also fürs Kämpfen ist die nicht schlecht, aber ich lasse es mal so. Ach so, und da haben wir auch wieder eine Art Schrottplatz mit Zeugs, wo wir durch können. Das haben wir auf Seite getan, okay. Und wir könnten... Keine Ahnung, was wir da könnten. Vielleicht muss ich einfach mal da reinlatschen. Aha. Okay, das ist wieder so ein Energieding, sie. Ja. Glücksfund. Da ist nichts.
Trotzdem wieder eine Fleischwunde kassiert. Naja gut, die macht jetzt nicht so wahnsinnig viel, hatte ich eben auch gesagt. Jo, wieder verbinden. Ja, es sind schon ziemliche Blindfische. Also wenn die nicht auf einen aufmerksam sind und suchen, dann ist schon die Chance super gering, dass die einen finden. Wieder jeden Mist mitnehmen hier. Man weiß ja nie und wir brauchen Material für Granaten. Da ist nichts. Da können wir hoch. Und dann kommen wir in dieses... Ich nenne es mal Gebäude. Gut, dass ich gespeichert habe. Also da ist anscheinend eine Mine. Und diese Mine sehe ich nicht. Was hatte denn die Aufdeckchance? Das verstehe ich jetzt aber nicht, wieso die dann jetzt explodiert ist. Oder sind wir alle explodiert und... Nee. Vielleicht bin ich da drüber gesprungen quasi. Aber jetzt komme ich da... Na gut, ich könnte eins vorher wohl laden, nehme ich an. Batsch. Okay, Moment, kurzer Schnitt. So, dann müssen wir hier nochmal ganz kurz durch. Das hinten konnten wir uns schenken. So, einmal Finger reinstecken. Beim letzten Mal hatten wir allerdings einen Glücksfund. Den haben wir dieses Mal wohl nicht. Mal gucken, ob wir dieses Mal durchkommen, ohne eine Fleischwunde zu bekommen. Ja. Also ja, auf da oben sind wir auf jeden Fall explodiert. Das sollte ich mir für die To-Do-Liste dann mal aufschreiben. Wir sind jetzt hier in den... Slums, Fallen, finden, ja, schaue ich mir gleich weiter auf. Nehmen wir hier den Kram wieder mit, alles nehmen, alles nehmen. Aber wir müssen mal gucken, was war denn da, wo man irgendwas sehen konnte? Entdeckungszeit ist ja, damit man selber entdeckt wird. Nee, da ist jetzt gar nichts. Ich meine, es gab irgendeinen Wert, womit man... Zeug schneller sehen konnte, oder? Vielleicht nicht. Wahrnehmung. Leichte Waffen, Wahrnehmungswerte. Keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall das aktuell nicht sehen. Und in die Luft fliegen will ich da jetzt nicht. Also lassen wir es mal. Das ist alles drinne. Hey, my handsome hunk. Wanna have a good time? Baby. Glad Barry. To meet you. Ein merkwürdig gekleideter Mann steht an der Wand. Ein rosafarbenes Halstuch ist über seine Jacke drapiert und er trägt grässliche Stiefel mit Leopardenmuster. Er nimmt die Zigarre aus dem Mund und zwinkert dazu. Hey, großer Kerl, bist du zum Vergnügen hier? Verhandeln. Okay, hat nix.
Er streckt seine Brust heraus und spreizt theatralisch seine breiten Finger über seinen Herzen. Ich bin Barry Robinson. Die Leute kommen zu mir, wenn sie eine schöne Zeit haben wollen. Du verstehst, was ich meine? Frage ihn, was er meint. Robinson legt theatralisch den Kopf schief. Was meinst du damit, Schätzchen? Ich verstehe schon. Dein letztes Mal war vor dem Vorfall. Haha, ich mache nur Witze, aber ganz offenbar brauchst du mal einen richtig guten Fick. Ich kann dir dabei helfen, verstehst du jetzt? Sage, dass du verstehst, deshalb bist du hier. Sage, dass du bereits eine schöne Zeit hast. Sieh dich ab. Nein, danke. Dann haben wir eine Biotoilette. Da verbringe ich jetzt meine schöne Zeit. Linderung, Strahlung. Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, ob die anderen auch verstrahlt sind. Machen wir einfach mal. Anscheinend nicht. Da war schon ein bisschen Strahlung. Okay. Müll. Ah, ich muss wieder. Ja. Mhm. Gesperrt. Aber anscheinend. Ups, irgendwie wollte ich die knacken. Starke Erschöpfung. Dafür haben wir jetzt hier aber ein schönes Bett. Wir haben uns ein Lager erobert. Mhm. Ein Spiegel. Was? Geschwächte mentale Stabilität. Du schaust in den dunklen, schmutzigen Spiegel. Hinter deiner Schulter taucht ganz plötzlich ein gruseliges, verzerrtes Gesicht auf und verschwindet sofort wieder. Durst gelöscht. Da müssen wir noch drin buddeln. Ne, müssen wir nicht. Okay. Da. Ah, da ist auch die persönliche Kiste. Okay. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht, was wir da noch reinlegen könnten. So viel Schweres habe ich da jetzt auch gar nicht gefunden. Achso, da haben wir. Was könnten wir noch? Die hat das Dreier. Die kann das Vierer haben. Und die kann das hier noch anlegen. Und Hitzeresistenz, da ist zwar alles Mögliche drauf, aber das Tragekapazität, Azurmantel, wieso ist der denn der so teuer? Da ist aber auch 15 Resistenz drauf. Und das Ding ist da stärker. Ja. Okay, dann können wir das Ding wohl eintüten. Und ansonsten hatten wir aber jetzt hier eigentlich ja nichts. Und das Ding noch. Können wir natürlich auch mal theoretisch was verkaufen, aber... Deine persönliche Kiste. Ja, das soll es dann hier auch erstmal gewesen sein. Wir haben ja hier beim nächsten Mal dann noch ordentlich was zu tun, zu erkunden. Ich schätze mal, dass wir das Ganze, den ganzen nächsten Teil dann hier auch drin verbringen werden. Mit den Leuten reden, Sachen erkunden und so weiter. Also, neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags. Gerne auch den Kanal abonnieren, nicht zu verpassen. Like da lassen, wenn euch die Reihe gefällt. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.